geleitet haben, aus der Existenz einer indo-iranischen Sprache, der angeblichen Ursprache, die Idee eines entsprechenden Urvolkes ab, die sie dann das Arische nannte. Und Gleiches gilt für die Juden. Sobald die Sprachwissenschaftler die semitische Sprachgruppe entdeckt hatten, bemächtigten sich die Rassenkundler dieser Idee und wendeten sie aber vollkommen unlogisch an. Nun, als Träger der Kultur kann die Sprache natürlich Einfluss auf Denken und auf das Verhalten haben, aber die Sprache kann übertragen werden und die Kultur ebenfalls, wenn auch viel langsamer. Doch jeder Versuch, sie anders als durch ihre Sprache, durch ihre Religion, ihr Brauchtum, ihr Verbreitungsgebiet, ihre wirtschaftlichen Gewohnheiten oder ihr eigenes Identitätsgefühl zu definieren, das wäre einfach sinnlos. Und bei alledem geht es eben um Erworbenes und nicht um Angeborenes. Schauen Sie, erblich, das ist ein Hang zu Herzerkrankungen. Falls so etwas wie ein Hang zum Verrat vererbt wird, so ist das jedenfalls noch nie bewiesen worden. Schauen Sie, in Deutschland, da gibt es sogar Dummköpfe, die Studien an Katzen mit abgeschnittenen Schwänzen durchführen, um zu beweisen, dass diese Jungen ohne Schwanz gebären. Nun, wenn Sie sich an deren Kriterien halten, um über Leben und Tod der Menschen zu entscheiden, dann würden Sie besser daran tun, diese willkürlich aus der Menge zu greifen, denn das Ergebnis wäre genau dasselbe. Voss, ich wusste gar nicht, dass Sie so leidenschaftlich sein können. Ihre Thesen sind provokant. Und ich kann Ihnen nicht in allen Punkten folgen. Ich glaube, Sie unterschätzen einige idealistische Vorstellungen, die unsere Weltanschauung bilden und weit entfernt sind von einer Veterinärsphilosophie, wie Sie sagen. Trotzdem muss ich noch einmal darüber nachdenken und möchte Ihnen jetzt nicht so leicht hinantworten. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, wenn wir das Gespräch vertagen, wenn ich eingehender darüber nachgedacht habe. Ja, sehr gern. Thank you.
Oh,